Kommunalpolitiker hat mich auf Threads beleidigt. Schwurbler. Und geht zurück zu Facebook. Ich frage mich, wenn das ein Kommunalpolitiker ist, wissen eigentlich die Menschen da draußen eigentlich, also seine Leute, mit denen er zusammenarbeitet, eigentlich, dass er hier rumhatet, dass er Beleidigungen raussetzt, dass er bösartige Sachen, also dass er sowas Böses schreibt? Wissen die Leute das? Weil man könnte ja meinen, dass jemand jetzt hingeht und sagt, gucken Sie mal, Herr so und so, ist ja übrigens ein Mann, Sie haben unter einem Beitrag einen Kommentar abgelassen, ohne Freundlichkeit und ohne überhaupt irgendwas. Dann würde er wahrscheinlich seinen Job verlieren. Und im Übrigen, nur mal so zur Info, ich weiß, ich sollte eigentlich gar nicht live sein und eigentlich gar kein Video drehen, aber ich wollte euch nur informieren, 80% der Kommentare waren wirklich sehr hasserfüllt und sehr beleidigend und gingen auch auf meine Mutter zu, was ziemlich zeigt, dass die Menschen wirklich verdorben sind, dass die Menschen nicht mehr wirklich freundlich zueinander sind und dass auch, dass man auch nicht offen dafür ist für Alternativmedizin und auch nicht offen dafür ist für Täterhealing oder dass Krankheiten nun mal der Körper der Sprache ist. Es ist nun mal Fakt. Da wird über alles, man schreibt sowas, wird alles drumherum diskutiert. Ja, da wird so gesagt, dass es Quatsch ist und bla bla bla. Da wird sehr viel Negativität da verbreitet. Natürlich frage ich mich, wenn du krank bist und du rumjammerst auf deine Erkrankung, warum bist du nicht dafür offen und sagst, okay, ich öffne mich dafür, mal auf die andere Seite zu gucken? Ich meine, was bringt denn dir diese negative Energie? Was bringt denn dir diese negative Energie und dieses Rumjammern? Das bringt dir gar nichts. Und Leute, ich weiß es, das hat mich überhaupt, das ist das, was mich auch ein bisschen, wo ich gedacht habe, Leute, das verstehe ich nicht. Weißt du, du jammerst rum über eine Erkrankung, die du hast. Die Ärzte haben dir keine Möglichkeit gegeben, die haben dir nichts gegeben, die haben dir Tabletten gegeben und das bringt alles nichts. Und jammern, jammern, jammern auf hohem Niveau, das kann jeder. Aber was man sieht, was nicht jeder kann, sich alternativ zu schauen, zum Heilpraktiker gehen, zur Unterstützung zu gehen. Es heißt ja nicht alles immer, dass man nicht zum Arzt gehen soll. Natürlich muss man zum Arzt gehen, aber dass man alternativ gucken kann, dass man alternativ sagt, okay, wir schauen uns mal das mal an. Oder mal zur Täter hinguckt, dass man sich mal dafür öffnet. Aber 80% der Kommentare waren einfach nur, ich meine, ich war auch nicht gerade nett, aber oh, unfreundlich. Und wirklich keinen Anstand und auch keine Empathie, also wirklich so, das ist wirklich, wo man denkt, Leute, und ich habe die natürlich alle getriggert, das ist klar, wisst ihr, was ich meine? Also nochmal wirklich wichtig zu betonen, jeder Mensch hat seine eigene Meinung, klar, wenn du aber rumjammerst, dann verstehe ich aber nicht, warum du nichts dafür tust, warum du nichts machst. Ich meine, wenn ich rumjammere und merke, okay, ich habe Bauchkrämpfe oder ich kann nicht schlafen, dann tue ich was dafür. Dann gehe ich zum Arzt, dann hole ich mir Tabletten und nicht Tabletten in dem Sinne Schlaftabletten von den Ärzten, sondern ich schaue Google nach, was kann ich tun, damit das funktioniert, damit ich wieder schlafen kann. Dann schaue ich mir meine Themen an. So, ja, wichtig ist natürlich, was ich wichtig finde, wenn du in Kontakt mit Menschen hast und die sowas schreiben, bitte seid respektvoll, seid freundlich, seid verständlich, Verständnis und seid offen. Und hetzt nicht gegen Menschen, verurteilt sie nicht, bewertet sie nicht. Ihr wisst nicht, in was für Schuhen sie stecken, was sie gerade durchmachen. Ihr wisst auch nicht die ganze Geschichte, ihr habt die ganze Geschichte nicht mitverfolgt. Und nicht einfach sofort alles sofort auf Verstand hinaus, ja, das ist alles eine Lüge, sondern einfach mal intuitiv reingehen. Man merkt es wirklich, die Menschen haben aufgehört, an Intuition zu hören, auf ihrem Bauchgefühl zu hören und die Menschen haben einfach aufgehört, einfach mal an Wunder zu glauben. Die glauben nur noch alles, was die Medien und Ärzte sagen. Ärzte sind wichtig, gar keine Frage, ihr lieben Leute, aber es ist wichtig, auch wenn du irgendwas hast, ich sage nicht, dass du es tun sollst, ist einfach, wenn ich irgendwas habe, ich gehe und schaue nach, was kann ich tun, damit ich besser schlafen kann, ja? Was kann ich tun, damit ich besser schlafen kann? Und dann gehe ich hin und gucke.
Dann gucke ich, Melatonin, ich brauche Tryptophan, ich brauche vielleicht mehr Magnesium, okay, vielleicht noch mehr Kalzium, das brauche ich auch. Okay, dann gucke ich auch nochmal, dass ich mich vom Internet befreie und was weiß ich nicht alles. Ich schaue einfach nach. Das macht man nun mal, wenn man nicht mal weiter weiß. Aber man steht da nicht da und denkt so, ja, ich habe Schmerztabletten, ich habe totale Schmerzen. Dann denke ich mir so, wenn du Schmerzen hast, hör doch einfach Schmerzmusik, die helfen. Die helfen. Da kann kein Arzt, da kann auch keine Wissenschaft bestätigen, weil mein Körper ist nicht die Wissenschaft. Versteht ihr, was ich meine? Und du kannst diskutieren, so viel du willst mit diesen Menschen, die werden das nicht verstehen, die werden das nicht verstehen. Die werden immer unfreundlicher und einfach so bewerten. Das ist einfach eine Krankheit. Nicht eine Krankheit, aber das ist, die Menschen sind nur noch aggressiv, weil sie einfach. Ich verstehe es nicht. Die Amerikaner, die sind einfacher zu bedienen, einfacher mit zu behandeln, weil die nicht so Art ausrasten, wenn man alternativ geht. Die sind ja weitaus weit freundlicher. Die sind viel freundlicher. Ich meine, das macht ja was. Das zeigt ja eigentlich, dass die Menschheit wirklich aggressiv drauf ist. Ja? Du kannst nichts schreiben, ohne dass du dafür gehatet wirst auf Threads. Ich schicke euch hier mal, achso, ich habe übrigens meinen Thread-Account jetzt privat gestellt, weil die Leute ziemlich, wirklich 90% waren wirklich. Ne? Und nochmal zum Verständnis, es geht hier nicht darum, dass man Krankheiten so vergessen sollte und dass man Krankheiten in dem Sinne, dass man Krankheiten ja, vergessen sollte, ignorieren sollte und dass man alles positiv machen sollte, ja? Darum geht es nicht. Krankheiten sind da, um dir zu zeigen, dass irgendwas nicht stimmt. Okay, emotionale, seelische Arbeit oder sonst was. Oder dass dir die Nährstoffmangel fehlen, was ich vergessen habe zu erwähnen. Was wichtig ist, ist natürlich zu gucken, was braucht der Körper. Manche Themen sind nun mal im Körper verankert. Das ist leider so. Und auch wenn die Menschen das nicht glauben, es ist leider so. Und das heißt nicht, dass du ungefähr jetzt toxisch positiv sein sollst. Es geht darum, diese Emotionen, die in deinem Körper gespeichert sind, zu befreien. Vielleicht schreibe ich mal einen Beitrag darüber und werde nochmal darüber berichten. So, und jetzt verstecke ich mich mal, weil ich nämlich keinen Bock habe auf die Menschheit. Es tut mir leid. Auf hasserfüllte Menschheit, auf Fred. Fred war früher sehr freundliche Menschen und mittlerweile sind da nur noch negativ. Ich glaube, da werde ich mich rausziehen. Die sind ja alle nur noch hasserfüllt, ihr lieben Menschen. Ich schicke euch Licht, Liebe, Frieden und Segen an alle Menschen da draußen. Peace.